Guten Tag miteinander. Was ich Ihnen jetzt zu beichten habe, wird Sie schockieren. Und ich kann absolut verstehen, falls wir uns angesichts dieser Enthüllung Ihr Vertrauen endgültig verspielt haben sollten. Selbstbestimmung.ch hat etwas getan, was eine Behindertenorganisation auf gar keinen Fall tun darf. Etwas so Verwerfliches, dass ich es kaum auszusprechen wage. Wir haben die Interessen von Menschen mit Behinderung vertreten. Zu unserer Verteidigung muss ich sagen, dass sich keines unserer Vorstandmitglieder dessen bewusst war. Wir haben nur davon erfahren, weil wir beim Steueramt des Kantons Zürich ein Steuerbefreiungsgesuch wegen Gemeinnützigkeit eingereicht haben. Zu unserem großen Glück wurde ein Sachbearbeiter mit der Prüfung unseres Antrages betraut, der die Gesuche besonders gewissenhaft überprüft, anstatt sie einfach durchzuwinken. Dieser hat dann festgestellt, dass wir uns politisch äußern und somit natürlich nicht gemeinnützig sind. Denn während es sich beispielsweise Pro Infirmis, die AIDS-Hilfe, INSUS, der WWF, Greenpeace, Pro Natura, das Liberale Institut oder die SPO Patientenschutz nie erlauben würden, Wahlempfehlungen abzugeben, sich an Abstimmungskämpfen zu beteiligen, eine Verbindung zu wichtigen Politikern einzugehen oder sich sonst irgendwie in die politische Debatte einzumischen? Erschüttert die Redaktion von Selbstbestimmung.ch mit ihren Kurzkommentaren zu ausgewählten Artikeln seit 2,5 Jahren regelmäßig den Meinungsbildungsprozess in unserem Land in seinen Grundfesten. Nicht auszumalen, wie unser Land aussehen würde, wenn sich alle gemeinnützigen Organisationen politisch gegen Armut und andere Missstände engagieren würden, anstatt einfach nur Almosen zu verteilen. Im schlimmsten Fall gäbe es irgendwann gar keine Probleme mehr, für die man Spenden sammeln könnte, was das Ende jeder Wohltätigkeit bedeuten würde. Aber zum Glück hat uns das Steueramt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und weil wir unseren Fehler einsehen und verhindern wollen, dass zukünftig noch andere Querulanten auf die Idee kommen, sich ein Recht auf Redefreiheit zu erdreisten, wollen wir, dass das Bundesgericht diese mutige Entscheidung des Steueramtes ein für alle Mal bekräftigt. Und es würde unser Gewissen entlasten, wenn Sie uns mit einer Spende auf das unten eingeblendete Konto zeigen würden, dass Sie unser Vorhaben unterstützen. Vielen herzlichen Dank.